Warum der Feminismus eine Lüge ist. 1902 gründete Rockefeller das General Education Board. Unter seinem persönlichen Slogan "Ich möchte keine Nation von Denkern, sondern eine Nation von Arbeitern" gründete er ein Schulsystem. Darauf ist unser heutiges Schulsystem aufgebaut. Bevor Frauen das Wahlrecht bekamen, waren die meisten von ihnen Hausmütter, die keiner Arbeit nachgingen und somit nicht besteuert werden konnten. Das hat den Eliten nicht gefallen. Und deshalb begann Rockefeller, Feminismuskampagnen zu finanzieren. Große Kampagnen in allen Medien. Und das hatte den positiven Nebeneffekt, dass die Frauen anfingen zu arbeiten, besteuert werden konnten und sie ihre Kinder sehr früh abgeben mussten. In ein, voilà, von Rockefeller finanziertes Schulsystem, in dem sie zu Arbeitern erzogen werden. Doch auch in Pharmakonzerne und Pharmaprodukte investierte Rockefeller viel Geld. Somit ist es nicht verwunderlich, dass der moderne Feminismus uns weismachen will, dass einer der Befreiungsakte hormonelle Geburtskontrolle ist. Hormonelle Geburtskontrolle wird in Verbindung gebracht, Depressionen hervorzurufen, einen vollkommenen Libidoverlust und Krebs zu verursachen. Außerdem schützt sie nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Der moderne Feminismus propagiert unter anderem auch, dass ein lockeres Sexualleben zur Befreiung dazugehört und dass Abtreibung etwas völlig Normales und nichts Schlimmes ist. Die abgetriebenen Babys werden der sogenannten Wissenschaft und der Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt, die damit diabolische Dinge anstellen. Der moderne Feminismus propagiert auch, dass unrasierte Beine und Achselhöhlen und das Hassen von Männern dazugehören, wenn man eine wahre Feministin sein möchte. Ein weiterer Auftrag der sogenannten Feministinnen scheint es zu sein, Männlichkeit zu zerstören, wenn sie sie sehen. Sie nennen Männlichkeit dann einfach toxische Männlichkeit. So komisch das auch klingen mag, für die Frauen, für die der Feminismus existiert, ist es wichtiger, für Männer zu arbeiten und die Karriereleiter aufzusteigen, als sich um das Wichtigste überhaupt im Leben zu kümmern, nämlich um das Aufziehen der nächsten Generation. Durch den modernen Feminismus werden Frauen ihrer Attribute beraubt. Und anstatt auf eine Gleichheit zu hoffen, die es zwischen Mann und Frau rein biologisch schon gar nicht geben kann, sollten wir diese Ungleichheit als Chance sehen. Eure Eva.